Willkommen zurück im Moment auf der Basis der Kollektoren. Und was in der letzten Folge passiert ist, schaust dir selber nochmal an, falls du es nicht gesehen hast. Hier ging einiges ab und ich bin echt noch ein bisschen geflasht. Wir haben, wenn ich mich recht entsinne, 3 gute Crewmitglieder verloren. Die ganze restliche Crew wurde hier von den Kollektoren irgendwie gekidnappt. Alles klar, und wir kämpfen uns. Sind Sie in Position? In Position. Wir treffen uns auf der anderen Seite von diesen Türen. Ist okay. Ich muss mal gucken. 60 Schuss, das ist gut so. Und mal schauen, was wir jetzt hier. Sie haben uns gesehen. Was? Ich bin Krogana. Tja. Dann kommt mal her hier. Komm, ich muss ein Stück vor. Das ist gut so. So, das haben wir geschafft. Munition. Liegt hier irgendwo welche? Nee. Nicht gut, wenn hier keine liegt. Ich weiß auch nicht, ob ich mir hier Zeit lassen kann. Es geht nicht weiter. Ventile deaktivieren, okay. Sieht aus wie ein Tor oder sowas. Da am Lüftungsschacht. Das ja. Ventil müsste. 1 von 8 Ventile. Okay. Oh, 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 oh. Ach du Scheiße, ich höre da schon wieder was. Ja, schön. Alles klar. Übernehme Kontrolle. Wo ist er denn? Ich beeil mich. Was ist das? Scheiße. Oh, oh. Och, Mensch. Tali, ey. Hier ist nix. Hab wieder ein Hindernis vor mir. Naja, niemand hat gesagt, es würde einfach werden. Genau. Nehme Deckung. Ich wusste, dass ich auf sie. Wir sind in der Tür. Kontrolle, er mit seiner Kontrolle geht mir ganz schön auf den Zeiger. Ihre Hülle ist zerbrechlich. Ich bin schon wieder blockiert. Sie müssen da draußen sein. Die Toten sind nutzlos. Schön, dass es da immer heißer wird. Alter, da hinten ist das. Da muss ich hin. Komm. Attacke. Wir übernehmen die Kontrolle. Ja, das ist schön. Meine Angriffe werden sich erreichen. Wer ist das für eine Scheiße?
den Schmerz kennenlernen, Shepard. So, Beeilung. Komm schon, 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 komm schon. Zack. Oh, ist das spannend hier. Ja, wenn ich wieder nichts sage, ne, Leute, ihr wisst Bescheid. Ich konzentriere mich hier so wahnsinnig. Sieht aus, als wäre schon wieder so ein Ding im Weg. Sie müssen mir noch mal hin. So, 6 von 8. Gute Arbeit, Shepard. Sind zu Weg durch Hochfurt. Kommt, Leute. 2 noch. Dann haben wir's. Suche mir Deckung. So, ich brauche wieder eine andere Waffe. Ich warte schon wieder auf Sie, Shepard. Oh, nö, nicht schon wieder. Wo? Schon wieder? Ich sehe ihn nicht. Verdammt. Ich gehe dort in Deckung. Ich muss dahin, und zwar so schnell wie möglich, ey. Shepard, Verstärkung unterwegs in unsere Richtung. Ich bin ja schon bei, ey. Komm, lauf, 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 zack. Das geht doch gar nicht, das geht doch gar nicht. Boah. Meine Angriffe werden sie zerreißen. Zu spät. Jetzt bist du tot. Schnell, Shepard. Geht rüber zum Abreißer. Ich weiß, dass sie das spüren. Los doch, Shepard. Ja. Ich bin ja schon dabei. Boah, war das knapp, ey. Position. Sofort diese Tür öffnen. Wir geben ihnen Deckung. Da stimmt was nicht. Die Tür klemmt. Da kommen sie. Zurück. Sperrfeuer. Die Tür halten. Gute Arbeit, Tali. Ich wusste, Sie würden mich nicht enttäuschen. Shepard, das müssen Sie sehen. Alter Schwede, was ist das? Eine Maschinerie? Ein Raumschiff? Sieht aus wie einer der vermissten Kolonisten. Ach du Scheiße. Hier drüben sind noch mehr. Boah, was passiert? Oh Gott, sie lebt noch. Boah. Schnell!
Der Doc. Dr. Chakwas, sind Sie okay? Shepard, Sie sind wegen uns zurückgekommen. Klar. Niemand wird zurückgelassen. Gott sei Dank waren Sie rechtzeitig hier. Ein paar Sekunden später und ich will gar nicht daran denken. Die Kolonisten wurden verarbeitet. Diese Schwärme von kleinen Robotern, sie haben ihre Körper zu einer grauen Flüssigkeit eingeschmolzen und dann durch diese Schläuche gepumpt. Warum tun die das? Was machen sie mit unserem genetischen Material? Ich weiß nicht. Ich bin nur froh, dass sie hier waren, bevor sie das Gleiche mit uns gemacht hätten. Das sind wir auch. Aber wir haben immer noch einen Job zu erledigen. Wir hatten bereits Verluste. Hoffentlich bleiben uns genug Leute, um die Sache zu Ende zu bringen. Joker, können Sie unsere Position ermitteln? Jawohl, Commander. Die ganzen Schläuche führen in den Hauptkontrollraum direkt über Ihnen. Der Weg ist durch eine Sicherheitstür blockiert, aber es gibt eine weitere Kammer parallel zu der, in der Sie sich gerade befinden. Das würde ich nicht empfehlen. Die thermischen Signaturen weisen darauf hin, dass die Kammer voller Seeker-Schwärme ist. Mordins Gegenmaßnahme kann sie gegen so viele auf einmal nicht schützen. Hm. Was ist mit Biotik? Könnten wir nicht ein biotisches Feld generieren, das sie davon abhält, uns zu nahe zu kommen? Ja, ich halte das für möglich. Allerdings nicht für alle. Aber ein kleines Team bringen wir durch, wenn alle dicht bei mir bleiben. Ich könnte das auch. Theoretisch ist jeder Biotiker dazu in der Lage. Shepard, wer soll das Feld aufrechterhalten? Tja, ich denke mal, dass Samara da eigentlich am besten zu geeignet ist. Miranda, dich brauche ich für was anderes. Samara und ich werden ein kleines Team durch die Seeker-Schwärme bringen. Der Rest von ihnen geht durch die Hauptpassage und lenkt den Feind ab. Wir öffnen die Sicherheitstüren von der anderen Seite und treffen uns dann dort. Wer soll das Ablenkungsteam anführen? Immer der, der so dumm fragt. Ich beschäftige die Verteidiger, während sie hinten vorbeischleichen. Was wird aus mir und dem Rest der Crew, Shepard? Wir sind nicht in der Verfassung zu kämpfen. Commander, wir haben wieder ausreichend Systeme online, um eine Abholung durchzuführen. Aber wir müssten bei Ihrer vorherigen Position landen. Wir können es uns nicht leisten, zurückzugehen, Shepard. Jetzt nicht mehr. Ah, da bin ich ja mal ganz Ihrer Meinung, ey. Wir brauchen echt jeden. Die Mission hat echt Priorität. Miranda hat recht. Wir können auf niemanden verzichten. Sie müssen versuchen, es auf eigene Faust zurück zur Normandy zu schaffen. Ich verstehe. Viel Glück, Shepard. Hoffentlich sehen wir uns wieder. Jeder hat seine Aufgabe. Los geht's. Oh Mann, so recht gefallen tut's mir dann natürlich jetzt nicht, den Doktor alleine loszuscheuchen. Aber was soll's? So. Sie hält... Ich brauche jetzt Feuerkraft. Kannst ja machen, was du willst. Ich nehme Garrus mit. Nee, ich nehme Tali mit. Tali ist wieder da. Ich nehme sie mit. So, bisschen Zeit haben wir noch. Es geht los. Bleiben Sie in meiner Nähe, Commander. Ach so, alles klar. Okay, wir müssen hier in diesem... Wow. Wow, guck dir den Schwarm an. Kleinen Viecher. Miranda hier. Team ist in Position und wartet auf Ihren Befehl, Shepard. Verdammt, die Schwärme stören den Funkkontakt. Sind Sie bereit? Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt hier rausgehe? Verlassen die Barriere. Oh, ich werde angegriffen. Wow. Das ist Wahnsinn. Okay, ich guck gerade auf die Uhr. Wir haben fast 15 Minuten rum. Ich weiß echt nicht, was jetzt passiert. Ich denke mal, das wird hier nicht einfach. So einen Run durch diese Katakomben. Wir machen hier eine kleine Pause und starten dann in der nächsten Folge voll durch. Ja. Geflasht wie immer. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Gib mal unten einen Kommentar ab, wie du das hier so findest. Im Moment, ich finde es echt spannend, was hier in den letzten ein, zwei Folgen abgegangen ist. Das wächst auf keine Kuhhaut. Gut, lange Rede, gar keinen Sinn, wie ich immer so schön sage. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.